Der Valentinstag und seine Rosen. Ich liebe Rosen. Ja, ich liebe wirklich Rosen. Und die meisten Muslime wissen sicherlich, dass der Valentinstag keine erlaubte Sache ist im Islam. Und ich frage mich immer wieder, braucht es wirklich einen Tag, einen speziellen Tag, wo ich meiner Frau oder meinem Mann ein Geschenk mache? Eine Rose oder sei es irgendwas anderes? Natürlich nicht. Ich meine, warum werfen wir uns auf so einen Tag? Ich meine zum Beispiel an die Brüder. Warum geht ihr nicht an einem ganz normalen Tag, geht ihr ganz normal raus, holt euch eine ganz normale Rose und etwas anderes, geht ganz normal zu eurer Frau und sagt ihr, ich liebe dich, hier ist eine Rose für dich. Ganz einfach. Und vielleicht die Schwestern, sie wissen, ihr Mann hat ein Lieblingsgericht. Dann, ja, bereitet sie alles vor, während er kurz irgendwo draußen ist, vielleicht auf der Arbeit oder sonst wo. Macht alles schön, sie weiß, welche Atmosphäre ihrem Mann gefällt. Vielleicht von mir aus eine leckere Scampi-Pizza und ein paar Rosen und ein leckeres Getränk, frisch gepresster Orangensaft, weiß was ich. Und das ist ja kein Problem, inshallah. Aber warum? Warum speziell an diesem einen Tag? Ich verstehe das nicht, subhanallah. Wir brauchen das doch gar nicht. Ich brauche das gar nicht. Zum Beispiel wie der Muttertag. Ja, Muttertag, komm. Meine Mutter. Die Liebe zu meiner Mutter zeige ich nicht, indem ich sie einmal im Jahr besuche und an diesem Tag ihr ein Geschenk mache. Die Liebe zu meiner Mutter zeige ich, indem ich sie respektiere, schätze und des Weiteren. Und wir wissen, dass es richtig ist. Und wir wissen, dass diese Tage lächerlich sind. Natürlich auch wollen diese Systeme an diesem Tag viel Geld verdienen. Aber sicherlich hat das noch seine anderen Gründe, wenn ihr versteht, was ich meine. Und wir Muslime wollen nicht von unserem Glauben abirren. Deswegen unterlasst diese unnötigen Tage, teilt das Video und warnt eure Geschwister. Denn der Valentinstag steht quasi vor der Tür, noch ein paar Tage und dann ist das soweit. Abonniert den Kanal für mehr, inshallah ta'ala. Wenn ihr Ideen habt, über was wir ein Video machen könnten, dann kommentiert es und schreibt in den Kommentaren diese Idee oder jene Idee oder irgendwelche Fragen. Und ich würde es natürlich eventuell in einem extra Video für die Kommentarfunktion erwähnen. Und möge Allah euch belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt vom Video. Und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.